Moin Moin und willkommen zum neuen Pickup-Video. Entschuldigt, dass ich eine Weile habe nichts von mir hören lassen, aber ich hatte jetzt die letzten Wochen mich meinem einzigen Hobby gewidmet, das ich noch mehr mag als Videospiele. Das sind meine alten Autos. Wer da neugierig ist, das findet er auf meinem Instagram. Da poste ich immer mal ein bisschen was dazu. Ansonsten, wenn mein Baby fertig ist, kann ich da auch gern mal ein kleines Special machen, wen sowas interessiert. Ist ein bisschen off-topic, aber ja, was soll's. Würde mir jetzt nichts ausmachen. Ja, aber wir werden uns natürlich wieder verstärkt den Videospielen zuwenden in Zukunft. Ja, ihr wisst, ich war in Österreich und habe mir da auch ein bisschen was mitgebracht. Ihr seht vielleicht schon, ich bin ein bisschen weiter weg von der Kamera. Das hat damit zu tun, dass ich mein Zimmer nochmal komplett umgestaltet habe. So ein bisschen. Werdet ihr auch in einem anderen Video noch sehen, aber ich bin gerade hier sehr am Räumen und ja, das wird dann später mal, wenn ich ein bisschen aufgeräumt habe. Ich habe auch meinen Fokus ein bisschen anders gelegt, die einen oder anderen haben das schon mitbekommen, zum Beispiel auf WhatsApp. Ich habe jetzt viele Sachen so zum Verschenken weggegeben, gegen Porto, um mal ein bisschen Platz zu bekommen wieder. Ich habe den Fokus auf meiner Sammlung ein bisschen anders gelegt, zum Beispiel auch meine Wii jetzt komplett abgestoßen mit Spielen. Die ist an Freund Waschbär gegangen. Dafür habe ich übrigens auch was sehr, sehr Cooles bekommen. Das zeige ich euch nachher noch. Und ja, ich werde mal gucken. Also ich finde das so sehr viel entspannter. Jetzt kann ich ja auch besser schieben mit der Kamera. Und das Einzige, was halt ist, ich habe jetzt nicht mehr so schön die Ablagen, um die Spiele zu nehmen und zu zeigen. Aber das so, lasse ich mir auch was einfallen. Ich habe ja hier meine Couch, da kann ich auch ein bisschen was hinlegen. Wenn es halt ein bisschen mehr ist, wird es dann schwierig. Aber ja, ich habe wieder viele geile Sachen bekommen und ja, fangen wir einfach mal an und ich zeige euch ein bisschen was. Und zwar habe ich entdeckt Bang Boom Bang. Dieses schöne Stück deutscher filmerischer Kunst ist mir tatsächlich verborgen geblieben bis jetzt. Ein großartiger Film mit Ralf Richter und dem Typen von Die Camper und noch ein paar andere bekannte Gesichter wird man da wieder erkennen. Richtig, richtig cooler Film. Wie gesagt, ich halte ja von deutschen Filmen nicht wirklich was, wenn man so guckt, was ARD und ZDF so produzieren. Ist das gruselig. Aber der ist tatsächlich richtig gut. Also der war mir bisher entgangen. Geil. Also kann man sich mal ansehen. Und als zweiten will ich mal noch als Empfehlung in die Kamera halten. Zombieber ist der geil. Wer so ein bisschen auf Trash steht und was für Zombiefilme übrig hat und auf schlechte Animationen, dieser Film ist einfach der Hammer. Und vor allen Dingen die Zombifizierung der Menschen. Großartig. Ich will da nicht zu viel verraten. Das ist einfach nur großartig. So, dann zeige ich euch doch mal, was ich vom Waschbären bekommen habe. Mal gucken, ob wir das jetzt einigermaßen anständig hinbekommen. Ich habe schon festgestellt beim Probieren, dass das hart spiegelt. Und zwar, wir haben erstmal die Helsing Collection. Einmal die 13 Anime-Folgen in 4 Boxen. Und auch die Ultimate Overs. Zeige ich auch gleich. Wie gesagt, hier sieht man das so ein bisschen. Ich drehe das jetzt mal rum. Ihr seht jetzt wieder eine Zwischenfolie drin. Mit Blut oder was das sein soll. Na, das ist halt, ja, ist natürlich Schnulli und Käse, aber irgendwie witzig. Ich hoffe, ihr seht es jetzt gut. Wie gesagt, ich habe beim Probeaufnehmen festgestellt, dass das hart spiegelt. Ich versuche das jetzt irgendwie so zu halten, dass es hoffentlich nicht so spiegelt. Das ist jetzt Box 1. Da haben wir nochmal so ein kleines Heftchen drin. Mit den Charakteren und ja, ein bisschen Werbung. Auch das Inlay ist ganz hübsch gemacht. Also alles in allem eine sehr, sehr schöne Box. Ich drehe jetzt nochmal rum. Mal gucken, wenn ich so aufklappe, ob man das anständig sehen kann. Wie gesagt, in dem Heftchen hat man halt so ein bisschen was zur Organisation, zu den einzelnen Charakteren. Die sind alle drin. Na, da hat man so ein bisschen Werbung. Andere Animes von Gonzo. Hier ist noch ein bisschen Artwork. Hier, Guns, Speed Graper, Trinity Blood. Also,
Ist ganz nett gemacht, das Heft. In den anderen drei DVD-Boxen zur Serie ist dann nichts mehr drin. So, das ist dann hier mal Box 2. Wie gesagt, ich versuche einfach mal diese ein bisschen schräg nach unten zu halten, dass es nicht so spiegelt. Werde nachher gucken, ob das funktioniert hat. Ja, wie gesagt, ihr seht schon hier unten selbe Sache. Also, die haben alle dieses Blutgimmick. So ein bisschen. Ne? Auch die Box ist von innen ziemlich schick gemacht. Ja, da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Das ist auch eine tolle Serie und bin ich jetzt eigentlich ganz glücklich, dass ich die dann in meiner Sammlung habe. Ne, das, dann gucke ich sie halt direkt von DVD und nicht von der Festplatte. Gibt es ein paar schöne Serien, die kann man schon original haben. Hier ist jetzt mal Box 3. Das CD-Motiv ist immer das Cover-Motiv, das heißt, nur halt in Schwarz-Weiß. Also wirklich sehr, sehr hübsch gemacht. Finden dann immer ein bisschen was zu den einzelnen Folgen. Ungekürzte Originalfassung. Uncut and uncensored. Naja. So, und Box Nummer 4. Nein, das ist Box Nummer 3. Ich habe es jetzt doch durcheinander gebracht, wie es aussieht. Ja, das ist Box Nummer 3. Die andere war Box Nummer 4. Jetzt gerade die Folgennummern gelesen, da ist mir das aufgefallen. So, dann kommen wir zu den Ultimate Overs. Die sind auch sehr, sehr schick. Der erste hat hier noch so eine Banderole. Beim zweiten ist sie auch noch dabei, aber die ist leider kaputt gegangen. Aber nicht so tragisch. Sehr, sehr schöne Boxen. Und das sind ja wie so ein Heftchen noch mit angeklebt. Zum drin blättern und drin lesen. Mit so ein paar Geheimnissen und Zeugs. Also es ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Box. Schöner wäre es gewesen, wenn man das Heftchen auch hätte rausnehmen können, aber. Ja, die Credits sind dann halt hinter der Disc. So, wie gesagt, beim zweiten ist die Banderole schon kaputt. Die habe ich hier nur so reingelegt. Selbes Ding, erstmal von außen. Und von innen. Selbes Spiel, eingeklebtes Heft mit so ein bisschen Lore und so. Und Teil 3 und 4 sind tatsächlich so eine Art Limited Collection. Ich weiß nicht, ob es die von Teil 1 und 2 auch gab. Aber die hier sind tatsächlich auf bestimmte Stückzahlen limitiert. Also das hier ist Nummer 5430 von 6666. Und die sind auch nochmal ein bisschen anders gemacht. Ich weiß nicht, ob es Teil 1 und 2 auch so gab. Müsste man sich jetzt schlau machen. Hier ist das Heftchen separat. Das finde ich besser. Und es ist dann wieder eine Samtbox. Aber auch sehr, sehr schöne Box. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht so dicht rangehalten. Extra die Kamera ein bisschen weggestellt. Aber das werde ich ja dann gleich sehen. Und hier ist Box Nummer 4. Die ist tatsächlich ein Muster. Und hier sind sogar noch Postkarten drin. Also eine kleine Postkarte drin, auch mit Heftchen. Auch mit diesem Samt. Und hier ist noch eine kleine Postkarte drin. So als kleines Gimmick. Aber wir hatten sehr, sehr coole Kollektion. Ich glaube, ich habe die Ultimate Overs nie zu Ende gesehen. Das war mir nachher zu abgedreht irgendwie. Die ist ja nachher um Nazi-Vampire und im Hintergrund läuft dann deutsches Liedgut aus den 30er und 40er Jahren. Das naja, ist ein bisschen abgefahren, aber an sich eine coole Serie. Und die wandert jetzt komplett in die Sammlung und wird dann irgendwann auch mal wieder geguckt. Habe ich mal wieder richtig Bock drauf. Und auch die kleinen Banderolen noch drüber. So sieht es dann aus. Sehr, sehr geil. Also das ist wirklich so ein richtiges kleines Highlight.
Und dann gehen wir direkt zu Videospielen über, würde ich mal sagen. Fangen wir mal wieder mit was Besonderem an. Und zwar mit einer Evercade Multicartridge. Und zwar habe ich mir aus Österreich die Collection mitgebracht. Megacade Studios Collection 2. Und das sind alles so, das ist eine bunte Sammlung aus 8 Indie-Titeln. Gucken hier. Arcagis. Devil to You, Romeo und Julie Cat, Romu's Tale, Misplaced, Jazzy, Alter Ego und Gluff. Wenn da irgendwelche Perlen dabei sind, ich hoffe, man kann das jetzt ein bisschen sehen, wäre ich vielleicht auch von den besseren ein bisschen Gameplay hochladen oder so. Mal sehen. Hatten halt 5 Evercade Collections in neu und zielt im Laden stehen und das war jetzt die einzige, die mich interessiert hat. Also die anderen 4 habe ich auch noch nicht, aber ja, ich muss die nicht unbedingt der Vollständigkeit halber haben. Die kamen jetzt 19 Euro, also 18,99 glaube ich. Aber ja, vielleicht kaufe ich die irgendwann der Vollständigkeit halber, das weiß ich aber noch nicht, weil eigentlich, wenn da nichts drauf ist, was ich spielen will, brauche ich die nicht unbedingt. Also ist natürlich schön, dass die durchnummeriert sind. Aber zum Beispiel eine Brawler Collection brauche ich nicht. So, kommen wir zu Nintendo. Und da habe ich mir wieder eine kleine Perle für meine N64-Sammlung gegönnt. Und zwar Turok 2 Seeds of Evil. Der Zustand ist, ja, ich würde sagen, von der OVP her 3-. Haben wir schon besser gesehen. Lag wahrscheinlich auch ein bisschen im Keller rum, ist ein bisschen vergilbt. Hat so kleine Stippen dran hier. Sieht man hier drin, sieht man das zum Beispiel noch. Es ist manchmal so, wenn Sachen lange irgendwo gelegen haben, wo vielleicht auch, keine Ahnung, mal 3 Fliegen sterben oder so, aber finde ich jetzt nicht so tragisch, waren 20 Euro. Die Anleitung ist in einem schönen Zustand. Mit Werbung von Extreme G2 auf der Rückseite. Ist die deutsche PAL, die ist bestimmt geschnitten, aber das ist mir egal eigentlich. Es geht mir um das Spiel und nicht unbedingt um Gewalt. Ja, die Anleitung ist ganz leicht gewählt, aber das ist okay. Und das Modul müsste ich wahrscheinlich mit einem Lappen nochmal drüber gehen. Aber sonst ist es soweit okay. Die Kontakte sehen auch gut aus. Ja, und ich freue mich drauf. Das ist dann Spiel Nummer 48 für die N64-Sammlung. Und mein zweites Turok-Spiel von 4, glaube ich, ne, gibt es für das N64. Rescued. So, kommen wir zum nächsten Spiel. Und zwar habe ich mir gekauft, neu erzielt für die Switch, Cotton Reboot. Das habe ich jetzt schon zweimal gesehen. Einmal im Müller für 35 und einmal im Mediamarkt für 40, glaube ich. Und jetzt stand es im örtlichen A&V für 30 neu. Ist noch original sealed. Und da dachte ich, dann ist es mit. Ist ein, wer das nicht kennt, ist ein Cute 'em Up.
Und ist auch eine relativ alte, bekannte Reihe, eine Japan sehr japanisch. Ich weiß gar nicht, ob sie die alten Teile überhaupt nach Europa geschafft haben. Und das ist jetzt halt ein Reboot dieser Reihe. Und ja, habe ich Bock drauf, als alter Shoot'em-Up-Fan. Und gucken wir mal rein. Das wäre dann. Ich hätte mal wieder Bock, nachdem ich das andere durchgespielt habe, hier Waifu Uncovered, habe ich mal wieder Bock auf ein schönes Shoot'em Up auf der Switch. Saga Frontier Remastered. Ich habe ja vor zwei Videos, glaube ich, schon mal Romancing Saga 3 in die Kamera gehalten. Das ist hier selbes Ding, ne? Kann man aus den Staaten oder aus Kanada importieren. Und die hatten es in Österreich halt stehen für, ich glaube, 72. Und ja, wenn ich das selber importiert hätte über eBay oder so, hätte ich dasselbe bezahlt und dann nochmal 12 Euro Zoll draufgelegt. Und so habe ich mir den Zoll gespart, weil ich es direkt in Österreich im Laden gekauft habe. Bin ich ein bisschen happy. Saga Frontier ist bekannt, ne? Gab es damals für die PS1, allerdings nur NTSC. Wir haben damals nur den zweiten als PAL-Version bekommen. Und jetzt gibt es halt das Remake für die Switch. So, kommen wir mal zur PlayStation 1. Und zwar habe ich da was bekommen. Einmal was von Freund Franz, Frame Game. Und einmal was vom Kumpel Ahmed. Und zwar, kleine Geschichte, muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar muss das 1900 98 gewesen sein oder 99, ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht, ihr kennt ja alle noch die PlayStation Zone, ne? Diese offizielle PlayStation-Zeitung damals. Und ich weiß, da gab es die Ausgabe mit Legacy of Kain Soul Reaver vorne drauf. Ne? Da war auch ein Artikel zu Final Fantasy 8 drin und zu Driver und so. Da habe ich mir ein bisschen was ausgeschnitten, den Rest habe ich weggeschmissen aus Platzmangel. Ich habe damals viele Zeitungen weggeschmissen, könnte mich heute ärgern. Und da war zum Beispiel auch ein Artikel drin über Roll Cage. Das ist ein richtig cooles Autorennspiel sozusagen, auch so ein bisschen wie mehr in die Richtung Wipeout, so die Geschichte, aber halt mit auf Rädern. Sehr, sehr cooles Konzept. Und da habe ich jetzt den ersten Teil in komplett und perfekt und wunderschön vom Franz bekommen. Für 15, 20, ich glaube 15 hat er mir gemacht. Sehr, sehr cool. Bin ich happy. Seine Lagernummer besser. Spielen und jetzt hat sich das ergeben. Ich sage, Franz, dann möchte ich die haben. Und tatsächlich hat mir daraufhin Freund Ahmed, weil er das mitbekommen hat, Teil 2 angeboten. Sehr cool. Roll Cage 2, der ist ja nicht mehr ganz so billig. Er meinte, naja, ich kann dir einen ganz guten Preis machen, aber es sind halt Videotheken-Logos drauf. Weil er sagt, ist mir doch egal. Ne? Hauptsache, es ist komplett und es läuft. Und ja, es sind halt Videotheken-Logos drauf. Mein Gott. Ne, das Ende hier, da fehlen ein paar Zähne, ist nicht so schlimm. Das tausche ich aus. Sehr, ich weiß gar nicht, wir haben mir glaube ich auch 15 gemacht oder so oder 20, ich weiß es nicht mehr,
Aber es kostet, glaube ich, jetzt so um die 40 mittlerweile schon teilweise. Und sehr cool. Ne? Also hier hinten sehen wir mal so ein paar Bilder. Ich finde halt dieses Konzept ganz witzig. Und wie gesagt, der Artikel damals war richtig gut. Zumindest zum ersten Teil. Ne? Und ich wollte das immer mal zocken. Hatte das aber nie irgendwie. Ihr wisst ja, wie das ist. Man hat damals keine Kohle gehabt als Teenie. Und ja, hat sich nie ergeben. Dann gab es auch nur das, was im Laden stand. Bei uns waren das drei Spiele und die wollte ich nicht. Wie das immer so ist. Ne? Und jetzt werden wir das mal nachholen irgendwann. Und da hat mir der Armin noch ein kleines Goodie reingelegt. In einem sehr schönen Zustand. Die Value Series von Populous. Das habe ich schon in First Print. Diese Value Series hat tatsächlich sogar zwei Anleitungen. Eine auf Deutsch, eine auf Französisch. Oh, ja, hier fällt auch die CD raus. Weil da ein paar Zähne fehlen, nicht so tragisch. Aber der Zustand ist halt großartig. Er sagt, dadurch, ich hab's doppelt. Kleine Spende von mir. Dankeschön, Ahmed. Wie gesagt, ich hab's jetzt schon in der anderen Auflage. Aber toller Zustand. Ich denke, das werde ich dann vielleicht irgendwann mal weiter spenden oder so. Und als nächstes haben wir dann noch VIP. Starring Pamela Anderson. Ja, ich bin jetzt nicht so richtig schlau geworden. Ich lese es einfach mal vor. Da könnt ihr euch dann euer eigenes Urteil darüber bilden. Ich werde mir demnächst auch nochmal Gameplay ansehen und so weiter. Übernimmt die Kontrolle über VIP. Steuere Superstar Pamela Anderson als Valerie Irons sowie andere Mitglieder des VIP-Teams. Ja, also, das spiele, was du siehst. Tauche ein in die interaktive Episode von VIP und erlebe fesselnde und actiongeladene Plots. So, und dann steht hier noch irgendwas einzigartiges Gameplay und viele Minispiele. Also ich denke mal, da sind ein Haufen Minispiele drauf. Zusammengewoben wahrscheinlich in eine völlig beknackte Story. Und wahrscheinlich ist das mega low budget und hakelig und as fuck wahrscheinlich Trashperle des Jahrhunderts. Aber das kam 4 € und irgendwie sah das abgefahren aus. Und ich dachte mir, das schreit nach Trashkauf, musst du haben. Und ich gucke rein und freue mich auf dieses Fundstück sozusagen. Es ist auch komplett. Es ist auch ein Videothekenspiel. Ist noch so ein Ubisoft-Gewinnspiel, links da Bumster Heftchen drin. Wir werden sehen. Komme ich direkt zur PS4. Alle anderen Konsolen klauen wir jetzt mal direkt aus. Und zwar gab es in Zerbst, das ist jetzt nicht aus Österreich, das ist bei mir um die Ecke, im Edeka, glaube ich, gab es tatsächlich God of War für 9,99 €. Neu und sealed. Und da konnte ich nicht nein sagen. Also ein Zehner für God of War. Fand ich cool. Das ist ja auch ein tolles Spiel, aber war mir bisher immer zu teuer und ich wusste, ich komme so schnell sowieso nicht dazu. Aber für einen Zehner habe ich gedacht, dann ist noch für die PS4. Deadpool. Sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, wer sich da ein bisschen beschäftigt hat. Die PS4-Version ist ja relativ teuer. Da sind noch so kleine Comic-Strips hinten drauf. Finde ich sehr cool. Ist ja relativ teuer, weil das sind ja immer Lizenzspiele, die relativ schnell dann auslaufen, die Lizenzen. Und dann sind diese Spiele im Shop nicht mehr zu bekommen. Und für die jetzt digital erwerben möchten oder so, und dann muss man halt auf die physische Kopie zurückgreifen, und das macht die physischen Kopien dann immer relativ schnell relativ teuer. Und ich glaube, das liegt jetzt so bei 40 in der Bucht oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Das habe ich jetzt einen Kumpel angeboten für 25. Schönen Dank nochmal, Olli.
Super Aktion. Freue ich mich sehr. Also er wollte 22 und ein bisschen. Ne, hier kommen 25. Passt für mich. Ne. Super Sache. Freue ich mich drauf. Wenn die Spiele genauso bekloppt sind wie die Filme, dann wird das super. Keep him out of the newsroom. Ooh, a TV studio. I always thought we'd make a great reality TV show. Chance White dies at the hands of super sexpot mercenary. Story at 11. Hey, stay sharp. We got company. Dann gehen wir zurück nach Österreich. Genauer nach Innsbruck. Und da habe ich, wie gesagt, in einem Gamerladen mächtig eingekauft. Zwei Sachen habt ihr jetzt schon gesehen. Dann gab es noch Shenmue 3. Ich glaube für 10 oder 15. Es war nicht teuer. Auch neu entzielt. Do you know the way to Blossom Road? It's just a little bit beyond the arcade. Got it. Zu Shenmue selber muss ich nichts sagen. Der dritte ist ja nicht so gut weggekommen in den Kritiken. Aber ja, ich habe die ersten beiden und da wollte ich den dritten jetzt auch haben. Ne? Einfach der Vollständigkeit halber. Kommen wir zu Ghost of a Tale. Ihr seid quasi eine kleine Maus. Mal zur Abwechslung. Und ja, wenn ihr klein und schwach seid, ist Kämpfen nicht unbedingt die beste Option. Hier zählt mehr das Verstecken und entkommen und eure Schnelligkeit nutzen, zum Beispiel. Und ja, das soll sehr immersiv sein, dieses Feeling von ich bin klein und unbedeutend und meine Gegner sind viel größer als ich. Soll aber gut rüberkommen. Habe ich schon ein paar schöne Trailer zugesehen. Hat mir gut gefallen. Und das kam auch 15, glaube ich. Und da dachte ich, ja, 15 neu, ist okay. Nimmst du mit. Dann kommen wir zu Empire of Sin. Ein Mafia-Spiel, Chicago, 1920er Jahre. Geil. Sehr storylastig, ne? Mafia, schönes Setting. Kann ich mal die Rückseite zeigen. Richtig, richtig schönes Spiel. Das Flair wird gut eingefangen. Gefällt mir gut. Werde ich mir ansehen. Also, wenn das die Ingame-Grafik so schön aussieht, wie das Cover verspricht, dann ist das genau mein Ding. Chicago is a dangerous place, and in order to survive, you're gonna need to learn how to fight. Fortunately, I know right where you can find one. Gotcha. This joint belongs to Ronnie O'Neill. He calls himself the boss of the Meatpackers gang. His thugs aren't going to know what hit them. You got it. Moving in. Hier
Sanji Zero Last Beginning, das kam, glaube ich, auch 15 oder ich glaube maximal 20. Ist halt so ein Anime-Spiel. Ich glaube, das ist so eine Mischung aus allem Möglichen. Aus der Rückseite wird jetzt nicht so richtig schlau, ob das ein RPG ist oder mehr so ein Action-Adventure. Also auf jeden Fall sieht es nach Anime-Ingame-Grafiken aus. Sei das Licht in der dunkelsten Stunde der Menschheit. Erlebe das Schicksal der letzten 8 Überlebenden und decke die finstere Stunde, die alle verbindet. Die finstere Sünde, die alle verbindet. Entschuldigung, das ist so ein bisschen schwarz-rot gedruckt. Das kann man schlecht lesen. Ja, muss ich reingucken. Das kam, glaube ich, in 10er. There it is. Here? Gesagt eben, ne? Ja, 15. Ja, dann habe ich gekauft. Ich weiß nicht, ob ich das zeigen darf. Kann sein, dass das noch indiziert ist. Ich habe es jetzt also nicht gezeigt. Aber habe ich für die PS3. Ist ein großartiges Spiel. Und jetzt habe ich die Definitive Edition für die PS4. Und ja, geil. Ich habe da damals auf der PS3 ein Stück gespielt. Aber irgendwie hatte ich dann ein anderes Spiel, was mir Spaß gemacht hat und habe es dann weggelegt. Aber ich wollte mir das schon lange nochmal vornehmen und warum nicht auf der nächst besseren Konsole, ne? Auf der besseren Plattform. Und das hat sich jetzt angeboten, war glaube ich 40 Euro, war okay. Ja, dann haben wir Shadows Awakening, ein RPG. Und ihr könnt da auch zwischen Licht und Schattenwelt irgendwie hin und her switchen. Und ich zeig mal die Rückseite, sieht doch ganz schick aus irgendwie. Einzigartige Gameplay-Mechaniken auf höchstem Niveau. Also wir lassen uns überraschen. Ne? Verschlinge die Seelen von 14 spielbaren einzigartigen Charakteren. Da kam ein 10er. Und da habe ich gedacht, für einen 10er guckst du mal rein. Ja, die Spiele sind alle neu entziert. Die hatten keine Gebrauchsspiele. Die hatten wirklich nur Neuware. Strange Brigade ist ja auch so ein Einspielerspiel, da kann man wahrscheinlich auch online im Multiplayer spielen, ist ja für mich uninteressant, diese Mehrspielerkampagnen und sowas. Aber es gibt halt auch eine Singleplayer-Kampagne, ihr ballert euch durch Ägypten irgendwie so ein bisschen. Und das stand ja bei uns immer so für 15 rum, da kam es jetzt 6 für neu, sealed. Ich dachte, für 6 Euro guckst du mal rein, wie das so ist. Locked in already? By wood, no less, curses. Is this the end for our heroes? Ah, success! Well played! Oh, jolly good. A nice bit of reading. That's always fun. Out! This awkward obstacle will have to be overcome some other way. Ich hoffe, dass das nicht zu ballerlastig ist. Schauen wir mal. Aber zumindest steht es so hinten drauf. Und dann habe ich mich ganz doll gefreut. Deponia Doomsday war auch der letzte. Gott sei Dank habe ich den noch abgegriffen. Ich habe den ersten und den dritten. Das ist jetzt Teil 4. Jetzt muss ich mir nur mal irgendwann noch den zweiten besorgen. Habe ich sie komplett. Ja, es gibt diese Complete Collection, die kam jetzt hier 9 Euro, glaube ich, 8,99. Und ja, die könnte ich kaufen, dann habe ich sie alle 4, aber ich finde die halt auch super schick. Die
einzeln spiele. Und dann möchte ich die alle vier auch einzeln haben. Oh, oh, never again. You hear that, Tuck? Never ever again. Oh, who am I kidding? Everything comes back eventually. And there we go. Hi, Tuck. And a lovely day to you, too. Na, und wie gesagt, das haben jetzt 9 Euro da. Finde ich nicht schlimm. Wenn der zweite dann auch so 9, 10 Euro kostet, dann habe ich sie alle zusammen. Und dann bin ich sehr glücklich. Ja. Dann, richtig geil, The Legend of Heroes Trails of Cold Steel. Ich glaube, das liegt bei uns mittlerweile online so jenseits der 60 Euro. Oder man kriegt es überhaupt nicht mehr zu kaufen. Und das kam jetzt neu in Österreich 30. Don't let it intimidate you! Go! Alright, let's do this! Now give it to me! Right! How about this? Go! There! My turn. Yeah! Yeah! My turn! Also, den zweiten brauche ich noch. Und den vierten auch, aber den vierten gibt's noch überall, den hatten die auch stehen. Auch für 40, so die Drehe. Und ja, ich hatte gucken, dass ich mir den zweiten noch für einen guten Kurs schieße. Der vierte, der hat noch Zeit, den gibt's noch überall. Und ja, war ein guter Schnapp, finde ich, für so ein schönes RPG. Und dann noch ein Spiel, das indiziert ist, deswegen zeige ich euch das auch nicht so richtig. Von meinem Freund Ruben. Vielen Dank. Ich hab's jetzt zensiert, ihr habt's gesehen, ne? Und ja, ich hatte mal wieder Bock auf ein schönes Zombie-Spiel. Und bevor ich mich dann durch irgendwelche Facebook-Foren oder so chatte, um zu gucken, wer kann mir das organisieren, habe ich das jetzt von einem guten Freund bekommen, vom Doncast. Da lassen wir uns mal noch was einfallen, was er dafür von mir bekommt. Er hat bestimmt noch irgendwas, was er sucht, und dann finden wir da mal eine Gelegenheit. Ich habe halt voll Bock auf das Spiel. Und ja, ich freue mich da schon mega drauf. Ich habe damals den Artikel dazu gelesen in der GameStar und hatte mich dann gewundert, dass es es nirgendwo gibt. Ja, ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass das indiziert worden ist. Ja, das war's diesmal auch schon. Eine ganz knackige, kurze Folge. Mein größtes Pickup kann ich euch nicht zeigen. Das werde ich dann vielleicht mal in so einem kleinen Game Room Upgrade Video machen vielleicht. Ich habe mir einen Hocker gekauft in Österreich, den man befüllen kann mit Controllern oder allerlei Sachen, den man auch leicht und schnell wegschieben kann, und der wird meinen Glastisch ersetzen. Dadurch werde ich zwar platztechnisch ein bisschen was einbüßen, weil der Glastisch ja zwei Etagen hat, in die ich Gerümpel schieben kann, aber letztendlich bleibt das Gerümpel dann da ewig liegen, das will ich auch nicht. Und der ist auch einfach zu schwer und zu unheimlich, nimmt zu viel Platz weg, und den Hocker kann man auch mal schnell ein bisschen nach hinten schieben. Ihr seht das ja, meine Larve ist super nah am Video dran. Das hat einfach damit zu tun, dass ich meine Kamera nicht weiter nach hinten schieben kann, ne? Und wenn das dann umgesetzt ist, dann wird die Kamera ein kleines Stück nach hinten wandern und meine Kamera ist dann nicht mehr so nah an mir dran. Ich finde, das ist dann wahrscheinlich auch vom Video her ein bisschen angenehmer, wenn ich ein bisschen weiter weg bin. Hören tut er mich ja gut. Und ja, vielleicht mache ich dann nochmal so ein kleines 5 Minuten Game Room Update Video. Ich habe auch vor, demnächst jetzt nochmal so ein PS1 Video zu machen, wenn ich mir die Konsolen mal vornehme. Ich werde mal gucken, welche ist die beste und so. Das ist so für die Zukunft geplant, aber da brauche ich ein bisschen Zeit und ein bisschen Vorbereitung. Und dann müssen wir mal sehen, wann ich das hinbekomme. Aber ich wollte dich jetzt nicht ganz ohne Content zurücklassen. Ich denke mal, das Video wird jetzt auch nicht ganz so lang, weil es ja nicht so viele Spiele sind. Aber ja, kleines Österreich-Special, damit ihr mal wieder ein bisschen Content habt. Ja, wie gesagt, XXL-Pickups werden jetzt erstmal eine Weile ausbleiben. Ich kann jetzt aktuell nicht so exzessiv zuschlagen, so groß einkaufen, und will ich auch nicht. Ich habe ja genug zum Spielen noch da. Aber ich war halt einmal in Österreich, ich habe ein paar tolle Sachen zu bekommen und da musste ich noch mal ein bisschen zuschlagen. Ja, so, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Wie gesagt, wird vielleicht ein PS1-Video sein oder ein Gameplay-Video. Ich muss mal sehen, was ich jetzt demnächst Bock habe.
Nagelt mich da nicht fest. Aber ich lasse mir was einfallen, versprochen. Bis dann. Tschüss.